Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr seht, krasser Cluster-Spawn. Aber nichts von Gen 3. Ich meine, nichts von Gen 4 am Start. Da hinten ist der Pflanzenstarter. Aber den schafft man nicht mehr. Der ist schon eine Weile dort und recht weit weg. So, klicken wir erstmal auf die Neuigkeiten. Hier. Sinnoh, Gen 4 ist am Start. Ja, 20 neue. Ich habe Miete hochgeladen. Könnt ihr abchecken, die drei Starter, dann ein paar Standardviecher und dann die fleischfressende Pflanze und der Papagei. Interessant ist noch, aus den Eiern und aus Raids. Raids habe ich noch nicht mitbekommen, aber werde ich euch natürlich die Info dann liefern. Und ganz interessant, der letzte Satz, möglicherweise mehr Beutel und Pokémon-Platz. Ja, mal schauen, wann das live geht, mal schauen, wann das mit dem WP live geht. Aber jetzt fangen wir erstmal ein paar Gen 4 Pokémon. Ich stelle mich mal unter die Laterne. Wir haben das Pflanzen-Pokémon, den Pflanzenstarter, doch noch bekommen. So, kein Curve, aber gelbe Berge und drinnen. Ja, an sich war es das auch schon wieder. Ich habe hier nur eine kleine Runde gedreht. Es ist dunkel, es ist kalt und es werden gar nicht mehr so viel angezeigt. So, bam. IV-Check, gib mir einen 100er. Really strong, okay. So, hier. Den aber. Ja, das Ungeziefer, das hole ich mir morgen irgendwann. Da müssen wir jetzt nicht extra dahin laufen. Schauen wir mal, worüber wir noch reden können zu Hause. Okay, ist der nächste Morgen. Wie gesagt, ich habe da nichts mehr viel gefangen. Aber ich habe eine Nacht drüber geschlafen und natürlich sind neue Infos am Start. Gestern habe ich ein Video rausgebracht, wo ich die 20 Pokémon, die jetzt von Gen 4 gekommen sind, vorgestellt habe. Und zwei davon sind regionale und nicht nur das, es gibt sogar noch ein paar andere. Noch ein regionales und zwei, die kommen aus Raids bzw. Eiern. Dann haben wir zuerst Vino Flibes, die soll es nur in Südostamerika geben. Sehr, sehr komisch, sehr, sehr spezifisch. Ich weiß auch nicht, was der Hintergrund sein soll, dass er dort spawnen soll. Wahrscheinlich so, ja, wobei, ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Dann der Papagei, Plaudergei, und den gibt es nur in der südlichen Hemisphäre. Also alles unten, was zum Beispiel Neuseeland und Australien wieder betrifft. Das heißt, falls man da mal hinfährt, kann man direkt zwei regionale, zum Beispiel Relikant und den Papagei abholen. Oder zum Beispiel so Südamerika, da gibt es dann den Papagei und Skaraborn. Ich blende hier mal kurz die Landkarte ein, dann seht ihr einfach, wo welches regionale, ja, wo es die gibt. Und dann das dritte regionale, das war gestern nicht auf der Liste und das neu, Pachirisu. Das ist so ein Schnee-Eichhörnchen. Das gibt es in Kanada, Alaska und Russland. Wobei Russland, glaube ich, nur Teile von Russland, aber keine Ahnung. Die drei, wo es halt eisig, kalt, schneemäßig ist. Also das macht Sinn. Die fliegenfressende Pflanze, das weiß ich noch nicht. Aber das hat bestimmt auch irgendeinen Grund. Ich komme nur nicht gerade drauf. Dann aus Raids blende ich hier ein. Neue Raid-Bosse mit Gen 4. Es gibt Shinux. Und das Lustige, wie der Name schon sagt, den gibt es auch Shiny. Ist ein Level 1 Raid. Und ansonsten, ja, ansonsten gibt es halt nur den Müll. Ich glaube, da muss keiner einen Raid machen. Nur bei Shinux, der ist der einzige interessante. Vor allem, wie gesagt, wenn es den in Shiny gibt, dann erst recht. Und das Interessante, und da munkelt man noch, da fragt man sich noch, warte. Und zwar gibt es eine Weiterentwicklung, Luxio, anscheinend in 10 Kilometer Eiern. Wobei das möglicherweise ein Fehler ist, weil das ist schon sehr ein bisschen unlogisch, dass es den einen in 1er Raids gibt und dann die Weiterentwicklung aus einem 10 Kilometer Ei. Das werden wir noch sehen, aber ein weiteres 10 Kilometer Ei ist die Vorentwicklung von Lucario und die heißt Riolu. Also das ist auf jeden Fall interessant. Lucario ist ja ein großer Fanfavorit, sehr beliebt. Und wenn es die momentan nur in Eiern gibt, dann sowieso. Erstmal richtig schön brüten. Das war es, glaube ich, so mit den Gen 4 Nachrichten. Es gibt, warte mal, wie heißt denn der? Chillast. Es gibt ein Chillast-Nest hier bei mir in der Nähe. Das werde ich heute abchecken. Dann werde ich mir direkt ein, Moment, wie heißt der Kerl? Chelterga entwickeln. Nester und Spawns. Aber Spawns haben sich ja eindeutig geändert. Sehr unterschiedliche Sachen, viel bessere Spawns. Darüber mache ich noch ein Video, wie das Ganze so momentan ist mit den Spawns. Aber für dieses Video hier habe ich noch ein Thema. Und zwar mit Gen 4 haben auch viele Leute die schwarze Nachricht erhalten. Und natürlich kam eine Menge Panik von den Leuten. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass es ein Bug ist, dass so viele Leute
die Nachricht erhalten haben. Es gab ein offizielles Statement von Niantic dazu. Mit dem kann ich aber persönlich nicht so viel anfangen. Die meinen, das war eine einmalige Sache. Also das heißt, wenn du, das ist keine neue Nachricht, sondern wenn du im Verlauf deiner Karriere, Pokémon-Karriere, falls man das so nennen kann, bereits eine Verwarnung, einen Regelverstoß hattest, eine Nachricht, dann hast du die jetzt dafür bekommen. Ob das jetzt Konsequenzen hat oder nicht, weiß ich nicht. Müsste eigentlich auch schon verjährt sein, falls es älter ist. Aber so lese ich das heraus. Ich bin mir nicht sicher. Aber wie gesagt, das haben so viele Leute bekommen. Da würde ich mir erstmal keine Sorgen machen. Aber wenn ihr mehr wisst, gerne unten in die Kommentare, damit wir alle mehr darüber erfahren. Aber das war's, glaube ich, erstmal von mir. Viel Spaß mit Gen 4. Wie gesagt, ich pack's raus und check ein Chillastnest ab. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Check den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.